Wie hast du eigentlich sprechen gelernt, wenn du doch gar nichts hörst? Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, sind meine Eltern beide gehörlos. Aber unter uns hat immer meine Großeltern gewohnt und meine Großmutter hat mir dann das Sprechen beigebracht. Also bis zu einem Alter von 3 Jahren konnte ich ja noch ganz normal hören und ab da ging das halt immer schlechter. Und man hat das schon an meiner Aussprache gemerkt und meine Oma wollte es halt einfach vermeiden, dass ich schlechter spreche, halt so wie meine Eltern. Und deswegen, das ist mir beigebracht. Und wie das am besten funktioniert, ist halt einfach hier an den Stimmbändern, hat sie halt, also wenn man drauf geht, dann spürt man halt diese Schwingungen und Wallungen. Und ja. Und daran habe ich dann unterscheiden können, wie man das am besten spricht. Und ich musste so lange sprechen, bis ich es richtig gesprochen habe. Und also dafür bin ich ja immer noch dankbar.